Und jetzt saug sie ein, Luigi. Obwohl das sehr schön klingt. Und für einen Geist sieht sie auch gar nicht so schlecht aus. Zuletzt bei Luigi's Mansion. Nachdem wir weiter neugierig die Villa erkundeten, drückten wir unvorhergesehen einen Knopf und befreiten alle Buhus inklusive König Boo. Wir erfuhren von Professor Igitt, dass Mario von den Boos gefangen genommen wurde und die einzige Chance, Mario zu retten, es ist, alle Boos einzeln einzufangen. 5 konnten wir bereits in unseren Staubsauger bringen. Hallo meine lieben Freunde, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3DS. Auf dem Weg hierher ist leider etwas passiert. Ich bin nur nach dem Laden des Spiels im Foyer rausgekommen und bin hierher in den Wahrsagerraum gelaufen. Auf dem Weg dahin, auf dem Gang, ist mir eine goldene Maus entgegengekommen, die wir beim letzten Mal verpasst haben. Die habe ich eingesaugt, leider nicht aufgenommen. Und ich habe dafür, ich glaube, 40 Münzen, einen Goldbarren und 15 Geldscheine bekommen. Leider habe ich es nicht drauf und es tut mir auch furchtbar leid, aber ich denke, es ist dennoch wertvoll, das Ganze hier zu erwähnen. Also wir haben eine goldene Maus eingesammelt und die bringt, wie gesagt, ich glaube, einen Goldbarren, 15 Geldscheine und 40 Münzen, so um den Dreh müsste es das gewesen sein. Gut, machen wir weiter. Beim letzten Mal haben wir hier noch vergessen, einen Buhu einzusammeln, der, glaube ich, sich mittlerweile hier drin befindet. Nein, hier ist die Attrappe, aber er wird hier trotzdem noch sein. Weil ihr habt mir gesagt, in jedem Raum. Ihr habt mir gesagt, kann ich die Attrappe eigentlich auch einsammeln? Oder kann ich die verbrennen? Oh, ich habe gar kein Feuer. Hey, give me some fire. Einen Moment. Ich mach das Feuer kurz. Kommen wir aber kurz zu ein paar... Ich weiß, ich muss gerade wieder ein bisschen üben. Kommen wir zu ein paar Sachen des letzten Parts. Erstmal das heutige Fanart. Moment mal, kann ich das anzünden? Nein, nicht wirklich. Warum kann ich das nicht anzünden? Das sieht irgendwie verdächtig aus, wenn ihr mich fragt. Warum passiert da nichts? Das kann doch nicht sein. Oder ist das, Moment, ist das einfach der Ort, an dem die Feuergeister rauskommen? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sehr gut sein. Okay, wie gesagt, ich bin gerade mit den neuen Mechaniken noch ein bisschen überfordert, deswegen verzeiht mir hier an der Stelle ein bisschen. Und ich glaube, der Buhu ist hier drin. Ja, ist er auch. Und das ist nämlich Kung Buu. So, und jetzt gibt es noch direkt einen Kommentar aus dem letzten Part. Da wurde mir nämlich gesagt, oh, ich habe ihn. Das, Achtung, ich verlese ihn für euch, Friends. In jedem Raum gibt es einen Buhu, deswegen, wie gesagt, in jedem Raum müssen wir ihn suchen. Und jeder hat eine kleine Anspielung. Das war Kung Buu. Und ich würde sagen, das ist an Kung Fu angelegt, ne, an die Kampfsportart. Wir hatten ja auch den Game Buu Advance und so weiter. Also, wir werden ein bisschen darauf achten, auf die Anspielung. Aber nur, dass ihr da auch schon mal Bescheid wisst. Ich nehme jetzt hier nochmal so einen Feuergeist mit. So, und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Dank des Feuers wird man jetzt, glaube ich, viele, viele neue Möglichkeiten haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir diese Wahrsagerin einsaugen können, wenn wir hier alle Fackeln anmachen. Zumindest werde ich das an der Stelle jetzt einfach mal tun. Nein, aber wir erhalten einen Schlüssel. Sehr schön, eine gute Sache. Und die bringt uns hier rüber. Okay, alles klar. Das hilft mir aber trotzdem noch nicht. Okay, Moment mal. Hier, das kann ich nicht anzünden, ne? Ich kann nicht mit der Wahrsagerin kommunizieren? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Oder? Kann ich die nicht einsaugen? Um was ersuchst du mich? Sag mir die Zukunft. Nein, nichts. Ich sehe keinerlei spirituelle Vibration. Okay, vielleicht bist du einfach nur schlecht. Ich habe das Gefühl, ich kann sie aktuell noch nicht einsaugen. Wer weiß, ob sie auch noch irgendwann zu uns stoßen wird. Aber aktuell können wir, glaube ich, nichts tun. In diesem Raum wird mir auch kein Buhu angezeigt. Dementsprechend werde ich jetzt einfach mal wieder gehen. So, mir ist noch eine Sache aufgefallen. Ich bin nämlich hier durch meine Ziele gegangen, die mir angezeigt werden. Wir müssen irgendwie für Pflanzendoktor eine Pflanze gießen, was auch immer das bedeutet.
Türtrick durchschaut. Wir können falsche Türen verbrennen. Mal, hier steht eine falsche Tür verbrannt. Das werden wir gleich tun. Und wir müssen 5 Geister zu Gemälden machen. Das werden wir bei Gelegenheit auch noch tun. So, ich glaube, das hier ist direkt eine falsche Tür. Oh nein, ich brauche das Geld wieder. Ihr habt mir nämlich gesagt, das muss ich unbedingt tun. Das hier ist eine falsche Tür. Und die kann ich anzünden, oder? Ja. Und dann kriege ich die Herausforderung. Okay, cool. Ich denke, das kann uns auf jeden Fall nicht schaden, dass wir uns hier ein bisschen... Oh, goldene Fledermäuse, bringen die irgendwas? Oh nein. Tatsächlich gar nichts. Das ist ja fast ein bisschen enttäuschend. Aber was soll's. Hallo mein Freund. Brauche ich den? Oh Mann, irgendwie nicht so, ne? Ah, ich komme auf die Bewegungssteuerung noch nicht klar, aber was soll's. Diese Tür haben wir geöffnet. Übrigens, das heutige Fanart, meine lieben Freunde, kommt vom lieben Ceruda Switch. Und er hat uns ein richtig cooles Fanart mit einem Buhu gemalt, der eine Spezi-Dose auf der Zunge trägt, während er hinter dem selbstbewussten Luigi auftaucht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Der Dude hat mir das Ganze auf Twitter geschickt. Dankeschön. Großes, großes Dankeschön. Und hier müssen wir schon mal ein bisschen aufpassen. Na, natürlich wie immer, den Raum erstmal erkunden, jetzt wo er noch dunkel ist. Vielleicht finden wir einen Geldgeist. Oder den Dude hier. Aber ich will mich eigentlich erstmal umgucken, ob ich noch einen Geldgeist finde oder sowas. Alles angucken, ob wir was finden. Oh, Leute. Wir finden Marios Mütze. Das ist Marios Mütze und sie ist sogar frisch gewaschen. What? Okay, wir finden einfach eiskalt Marios Mütze. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und da war ein roter Geist, der uns einsaugen wollte. Verdammt. Hätte auch fast hinbekommen. Nein. Ah, du Arsch. Und ich brauche das Geld wieder. Mir wurde gesagt, sammel das Geld immer wieder ein. Wenn du die Münzen immer wieder liegen lässt, dann summiert sich das Ganze auf. Und das macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig, dass die einen immer noch packen. Ich sammle gleich das Geld. Keine Sorge, ich achte sehr drauf. Und bezüglich des Geldes haben wir auch noch einen Kommentar bekommen. Aber auf den werde ich gleich mit euch eingehen. Oh Gott, ey. Okay, jetzt scheitere ich gerade richtig. Jetzt saugen wir erstmal den ein, dass wir uns danach entspannt um den Weißen kümmern können. Sehr schön. So, und jetzt du auch noch. Oh, kein erfolgreicher Raum hier. Na, wie gesagt, bezüglich des Geldes sage ich euch gleich was. Den Bohu hier drin brauchen wir auch noch. Oh, Geld. Sehr, sehr schön. Das brauche ich. Oh ja. Sehr gut. Bohu ist... am Besen? Nee, in der Tür. Moment mal, die kann ich verbrennen. Das ist eine Fake-Tür. Kann der Buhu da auch drin stecken? Nein, er ist wirklich irgendwie im Besen oder im Eimer oder... Er ist im Eimer. Nein! Es ist der Ball. Ha! Aber wo ist denn der Buhu? Mario! In der Truhe? Im Deckenhalter? In der Lampe? Ha, es gibt so viele Möglichkeiten, wo die sich verstecken können. Ja... Nee, auch nicht. Ich blicke hier manchmal noch nicht ganz durch. Ihr etwa? Ich bin verwirrt. Verdammt, diese blöde Buhu-Suche. Die stellt sich manchmal nicht... Oh! Das ist DJ Bubu. das ist die Anspielung an DJ Bobo. Ja, wie geil ist das denn? Jetzt ist uns tatsächlich entkommen. Okay, aber kein Problem. Ich glaube, damit haben wir hier alles. Oh, crazy. Es ist ganz schön schwer, sich hier zu konzentrieren. Da ist er. So, komm her, mein Freund. Oh Gott, der ist schon wieder abgehauen. Er ist einfach eiskalt schon wieder abgehauen. Jetzt ist hier eine blöde Maus. Ah! Die halten mich hier zum Narren. Aber keine Sorge. So leicht gebe ich nicht auf. So, aber ich habe euch jetzt schon lang genug mit dem Geldkommentar auf die Folter gespannt. Ich zeige euch jetzt den einfach. Nicht, dass der uns noch irgendwie verloren geht. Oh, ein großes Herz für 50 Leben. Und zwar hat mir der liebe Jojo geschrieben, dass ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für die Geldmission, die ja unweigerlich... Oh, das Geld! Die ja unweigerlich auf uns wartet, wohl ein Raum ist. Ich merke gerade, dass wir nicht saugen können, wenn wir von diesem Pilz getroffen wurden. Okay, sehr interessant. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Mission fürs Geld ist es, irgendwann werden wir auf einen Raum treffen oder ja, in eine Art Hinterhof kommen, wo ein Hund auf uns wartet. Und in diesem Bereich, wo dieser Geisterhund auf uns wartet, welcher vermutlich dann auch der aus Luigi's Mansion 2 ist, da gibt es wohl eine Pflanze.
Naja, von dieser Pflanze haben wir schon öfter gehört. Und diese Pflanze müssen wir wohl immer wieder gießen. Und wenn wir das tun, dann werden wir wohl irgendwann sehr viel Geld bekommen. Das muss, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nach jedem Boss gemacht werden oder so. Und ich bin gerade sehr, sehr überfragt, was wir hier tun müssen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aus diesen Kerzen kommt immer frische Feuergeister raus. Aber ansonsten hat dieser Raum irgendwie... Nee, ich wollte gerade sagen, nicht so viel für uns zu bieten. Hier ist einfach ein Saphir drin. Was zur Hölle? Richtig asozial versteckt. Also wirklich an jedem Möbelstück rütteln, Freunde. Da kann auch einfach mal so richtig massiv viel Geld rauskommen. Wow. Okay, aber ich glaube, ich komme hier aktuell nicht weiter. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich suche nochmal den Buhu. Wir können uns ja auch noch um den Butler kümmern. Und goldene Fledermäuse bringen tatsächlich nichts. Also der Buhu ist vielleicht hierhin geflüchtet. Ich weiß es nicht genau. Nein. Aber hier scheint noch ein Raum zu sein. Moment mal. Seht ihr es auch? Da ist ein Raum. Aber der ist irgendwie versteckt. Und ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Der Buhu ist da auch hingeflüchtet. Ah, kümmere ich mich gleich drum. Ich komme da hier an der Stelle aktuell noch nicht so ganz weiter. Ne? Wenn man blind spielt, dann schafft man halt einfach einige Sachen noch nicht direkt auf Anhieb. Oh, okay. Na, ich denke immer, wenn ich gelbe Geister sehe, dass sie Geld bringen. Aber das sind nur die Lappengeister. So. Aber hier ist jetzt irgendwo der Butler. Richtig. So, und dem machen wir jetzt mal die Kerzen an. Welch Wohltat, Feuer, Feuer, und jetzt verzieh dich. Bitte was? Ich hab dir das Licht gebracht. Und du bist undankbar? Ich leuchte dich an, Bro. Okay, juck ihn nicht. Aber was macht er? Was tut er? Läuft er einfach nur rum und macht Randale? Ja, tatsächlich. Ah, Hilfe! Hilfe, der macht mir bestimmt gleich Damage, oder? Nee. Ich werde noch nicht ganz schlau aus ihm. Ich dachte, ich könnte ihn einsammeln. Nein, er ist hier hingeflohen. Er ist hier rein, oder? Ja, der ist hier noch irgendwo. Der muss hier reingegangen sein. Genau in den Raum, wo ich gerade nicht weiterkam. In die Dienerstube, ja, natürlich. Und jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, meine lieben Freunde. Sehr gut. Und ich frage mich schon, warum ich da nicht weiterkomme. So, wir brauchen... Ja, wir haben ihn in einem Zug, Friends. Wir haben ihn in einem Zug eingesammelt und dafür wieder die große Perle bekommen. Sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Jetzt können wir uns auch wieder um den Buhu kümmern. Puh. Ja, auch wenn es anfangs immer sehr aussichtslos aussieht, wenn ich am Anfang direkt auf den Namen geschaut hätte, von dem Ort, wo ich mich hier befinde, dann wäre ich deutlich schneller auf die Lösung gekommen. Weil dann hätte ich direkt an den Diener gedacht. Okay, so. Wohin hat sich der Buhu verzogen? Hier in die Nähmaschine? Nee, aber das Buhmeter eskaliert hier übel. Okay, wegen dem Ball. Dann hier rein. Gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ne? Hier ist Buh-Kuck. Okay, damit kann ich jetzt tatsächlich nicht so viel anfangen. Und den haben wir auch direkt eingesammelt. Schöne Sache. Buh-Kuck, okay. Ich weiß nicht, welche Anlehnung dieser Buhu-Name hat. I don't know. Aber wir haben schon 7 Stück. Das ist eine frische Sache. Und auch, dass wir den Saphir bekommen haben, macht mich sehr glücklich. Stellt mich irgendwie zufrieden. So, wie gesagt. Ein anderer Buhu ist hier rüber geflohen. Durch diese Wand. Aber ich weiß nicht, wo er hin ist. Und da das Buhmeter hier auch nicht abgeht, scheint er auch noch nicht an seinen Ursprungsort zurückgekommen zu sein. Werden wir noch rausfinden, wo der hin ist, Friends. Werden wir noch rausfinden. Der letzte Kommentar, der mir noch geschrieben wurde, kommt von der lieben Jelena Lawliet. Jelena? Oh Gott, ich bin bei so einem Namen. Da habe ich immer Angst, dass ich sie falsch ausspreche. Es ist keine böse Absicht, wenn ich die falsch ausspreche. Sie hat nämlich noch geschrieben, es war wohl mal für Luigi's Mansion in der Beta so etwas wie ein Timer aufs Majora's Mask angedacht. Was irgendwie auch sinnvoll ist, finde ich. Also, Luigi hat nur eine bestimmte Zeit, um seinen Bruder zu finden. Und wenn die Zeit abläuft, da kommt so ein richtiger creepy Screen, wo Luigi mit so einer richtig fiesen Fresse vor der Villa steht. Ich glaube, das ist die ich euch jetzt einblende. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe, als ich danach gesucht habe.
Und das sieht tatsächlich ein bisschen creepy aus. Da gebe ich ihr auf jeden Fall recht. Aber ich finde die Idee mit dem Timer gar nicht so blöd. Muss ich wirklich zugeben. Auch in Majora's Mask fand ich die Einbindung des Timers eine sehr gute Sache. Oh, ein Mario Bros. Easter Egg. Mega. Mega, mega. Okay, aber hier wird mit Sicherheit der... Ja, genau. Ein Musikgeist sein. Ich konnte noch nie Klavier spielen. Hast du auch safe den Geist erwischt? Dieses Straßenkind sieht aus, als bekäme es nicht eine einzige Note zustande. Oh, wetten, ich muss alle Instrumente aktivieren. Ja, ich glaube schon. Bin ich mir fast sicher. Wir machen jetzt wirklich ein... Das Mario-Theme bauen wir uns zusammen. So, Madame. Zufrieden? Wie gut einfach nur. Ich heiße Melodia. Man nennt mich die geistreiche Schönheit. Der Elfenbeintasten. Oh, welch eine rührende Darbietung. Seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mit der Art verzaubert. Du scheinst mir sehr musikalisch zu sein. Magst du mir meine Klaviersonate anhören? Gut, ich fange an. Okay. Auch das ist die Unterwassermelodie. Und jetzt saug sie ein, Luigi. Obwohl das sehr schön klingt. Und für einen Geist sieht sie auch gar nicht so schlecht aus. Sag mal, was denkst du, woran der Komponist dieses Stückes wohl gedacht hat? Wasser, das ist die Wasser-Theme. Ganz genau, du hast recht. Sehr beeindruckend, wie ich sehe, bist du musikalisch annähernd so bewandert, wie ich es bin. Möchtest du vielleicht dich ein wenig mit meinen Notenblättern auseinandersetzen? Muss ich die jetzt alle einsaugen? Ja! Das ist die Lösung. Okay, alles klar. So, und jetzt muss ich auch wieder darauf achten, dass wir sie unter 10 Leben bekommen, dass wir direkt die große Perle bekommen. Komm, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Unter 10 Leben, unter 10 Leben, bitte. Ja, die große Perle gehört wieder uns. Wir haben sie zwar nicht an einem Stück eingesaugt, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum die Verbindung hier abgebrochen ist. So, wir müssen ja die Notenblätter einsammeln. Aber wir haben die große Perle bekommen. Das ist, glaube ich, das, was tatsächlich das, was zählt. Und jetzt habe ich sie nicht angeleuchtet. Oh, Mann. Egal, aber das Cash haben wir uns mitgenommen. Die Notenblätter kriege ich auch direkt wieder alle. So, und jetzt komm her, Madame. Du hast zwar wirklich schön gespielt, aber am Ende des Tages bist du immer noch ein Porträtgeist. Aber sehr, sehr cool, Friends. Geiler Raum. Hat mir sehr gut gefallen und hier ist wahrscheinlich wieder ein Schlüssel für uns drin, oder? Yep. Cool. Jetzt holen wir uns noch den Buhu. Und dann soll es das tatsächlich für heute gewesen sein. Wo der eine Buhu hingeflohen ist, weiß ich leider nicht. Ich check noch kurz hier die Deckenbeleuchtung ab. Okay, da ist nichts. Hier drin? Ja, hier drin. Das ist Bumeo. Bumeo? Ich weiß nicht, woran mich das erinnern soll. Ich kenne Blumeo. Und das ist ein Rapper, aber ich glaube nicht, dass sie an Blumeo hier gedacht haben. Hervorragende Arbeit. Du bist wie ein Leopard auf der Jagd. Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken und mit deinen sämtlichen Daten senden. Okay. Geiler Shit. Sehr, sehr, sehr cool. Wir haben auf jeden Fall schon ordentlich Padda am Start. So, und wenn wir jetzt... Wenn ich auf Spiel beenden gehe? Nein, ich will nicht zum Titelbildschirm. Ich möchte am liebsten einfach zurück ins Labor. Aber das können wir, glaube ich, aktuell nicht. Aber wir haben gerade gespeichert. Also ist das auf jeden Fall ein Start, das womit wir beim nächsten Mal weiterarbeiten können. Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal bei Luigi's Mansion 3DS. Euer Hübi.